herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal und ihr seht es schon, ich habe tatsächlich jetzt auch mal die neuen Magitecks am Start. Das Multipack werden wir heute gemeinsam öffnen, also gleich mal ein kleines Unboxing sozusagen. Und wir haben eine limitierte Karte dabei von diesen drei, also entweder Hebitsch, Kovnatski oder Modest. Mal schauen, wie wir ziehen. Genau, 24 Karten plus eine limitierte, also das sind 25, sind 5 Packs drinnen. Preis 4,99 €, also man spart sich also einen Cent somit. Und ich würde sagen, wir öffnen jetzt gemeinsam einfach mal das Multipack und ich würde sagen, wir bauen dann noch eine kleine Mannschaft aus den Matchdex-Karten, die wir gezogen haben. Genau, hier gibt es also einen Gratis-Code für die Matchdex-App, den lege ich mal zur Seite. Und dann die erste Karte überhaupt ist von Paderborn, nämlich Christian Strodig, der Verteidiger. Das ist unsere erste Karte. Dann weiterer Verteidiger von Hoffenheim, Ermin Piszczak haben wir. Dann noch ein Verteidiger von Jan Hegensburg, Marcel Kuraja. Ja, ist das hier das Verteidiger-Pack oder was? Alexander Dragovic, ebenfalls Abwehrspieler von Leverkusen. Und dann noch tatsächlich ein Matchwinner, nämlich Jonas Hofmann, der offensive Mittelfeldspieler von Borussia Mönchengladbach, die ja aktuell noch Tabellenführer sind, aber das kann sich ja heute schon wieder ändern in der Fußball-Bundesliga. Genau, jetzt also nochmal so ein Code für die Matchtex-App. Dann starten wir in diesem Pack hier mit einem weiteren Gladbacher, nämlich Christoph Kramer. Weiter geht's mit Fabian Holland von Darmstadt, Thomas Bledel von Fortuna Düsseldorf. Dann haben wir noch Niklas Stark für die Hertha, der vielleicht sogar mitfahren darf zur EM mit der deutschen Nationalmannschaft. Man hat jetzt eh durch die ganzen Verletzten, ist für Niklas Stark definitiv ein Platz frei geworden. Und dann haben wir noch Christian Günther vom SC Freiburg. Also bisher kann man so sagen, die Matchtex-Karten sind echt gelungen dieses Jahr. Ich werde mir allerdings eher wieder die Bundesliga-Sticker sammeln. Aber vielleicht kaufe ich mir auch mal den einen oder anderen Booster von Magitex für die Oracles oder so. Das kann ich durchaus dann mal machen. Drittes Pack, wir sind also jetzt bei der Halbzeit. Auch hier wieder so ein Gratis-Code dabei. Dann haben wir Marc Uth von Schalke 04. Schalke auch richtig gut drauf, heute ist ja das Revierderby zwischen Dortmund und Schalke. Ich nehme das Video hier gerade mittags auf. 12 Uhr ist es tatsächlich schon, also die Zeit vergeht heute schon wieder so schnell am Samstag. Dann Alexandro Maxim für Mainz. Und jetzt die Meisterschale der zweiten Fußball-Bundesliga. Nice, da gibt es auch sogar eine Karte. Was ist das für eine Nummer? Steht gar nicht oben, die Kartennummern. Dann haben wir Kevin Mbabu von Wolfsburg. Und dann am Ende noch Starspieler Ken Reichel von Union Berlin, die ja heute gegen den FC Bayern München spielen. Das vorletzte Pack haben wir jetzt und dann kommt noch das Goldene zum Schluss mit einer limitierten Karte, aber die zum Schluss erst. Genau, Karte ist gut wieder für die App. Werde ich selbst anlösen oder werde ich euch mal ein separates Video zeigen. Dann haben wir Sergio Cordova vom FC Augsburg, auch ein Offensivspieler. Dann Gonzalo Paciencia von Eintracht Frankfurt. Weiter geht's mit dem ersten Torwart, den wir hier haben, nämlich Daniel Heuer Fernandes von HSV. Dann Leon Goretzka von den Bayern. Und noch eine Clubkarte, nämlich von Eintracht Frankfurt. Also die Karten finde ich echt gut, das Design. Mal schauen, ob ich es sammle oder nicht. Also Menschentext sammle ich bisher nie, aber ich packe halt immer mal wieder einige aus. Jetzt kommen wir also zum alles entscheidenden Booster, nämlich den goldenen mit der Limi drinnen. Genau, auch hier wieder so ein Code dabei und jetzt wird es schön langsam ernst. Und ich sehe da hinten schon was leuchten, ne? Ich sehe da hinten schon was. Aber zuvor haben wir Marcel Risse von Köln, dann Marcel Sobotka von Fortuna Düsseldorf, dann zweite Liga Fabian Gloß von Bielefeld, dann haben wir John Zimmer ebenfalls von Düsseldorf. Was ist hier los? Was ist das für ein Pack? Limitierte Auflage von David Kovnatski. Drei Düsseldorfer hier in diesem Pack. Von 5 Karten, das gibt es eigentlich auch nicht so oft. Und auch hier, die Limi sieht auch ganz nice aus, definitiv. Und jetzt würde ich sagen,
machen wir noch eine kleine Mannschaft. Und ihr könnt natürlich dann das Team auch bewerten von 1 bis 10 Punkten. Ich habe jetzt hier mal eine Mannschaft aufgestellt. Das ist ein 4-3-3-System. Ja, Torhüter haben wir nur Daniel Heuvel-Nandes gezogen vom HSV. Deshalb ist er unser Keeper. Dann haben wir Außenverteidiger John Zimmer von Fortuna Düsseldorf. In der Innenverteidigung Niklas Stark, wie schon angesprochen. Der könnte bei der Nationalmannschaft auch da spielen. Dann Alexander Dragovic von Leverkusen, ebenfalls Innenverteidiger. Und dann auf der zweiten Außenverteidigerposition Mbabu von Wolfsburg spielt der Außenverteidiger. Dann haben wir hier Mittelfeld mit Leon Goretzka von den Bayern. Christoph Kramer, der auch im WM-Finale gespielt hat für Deutschland tatsächlich. Und Jonas Hofmann, das ist Mittelfeld mit Gladbach und Bayern. Das Gladbach-Bayern-Mittelfeld sozusagen. Dann natürlich Kovnatski im Sturm, gemeinsam mit Gonzalo Paciencia und Marc Uth. Also ich finde, das Team ist schon ganz gut. Klar gibt es ein paar Positionen noch Verbesserungspotenzial, aber insgesamt eine solide Mannschaft, würde ich sagen. Und somit schreibt gerne rein, wie gut findet ihr das Team, wie findet ihr die Matchtag-Serie. Und somit war es das jetzt auch schon wieder mit diesem kleinen, aber feinen Unboxing der neuen Matchtags-Karten der Saison 2019-2020. Also dann bis zum nächsten Video und ciao.